Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir sind hier gerade in der Umlaufbahn und machen uns ready für unseren Burn. Denn es ist nur noch 3 Minuten entfernt und wir begeben uns zu Moho. Ja, die Zeit ist ganz schön schnell vergangen, hä? Und Duna ist auch nicht mehr weit. Joule ist auch noch sehr interessant. Da müssen wir auch alles nochmal interessant beobachten. Ich glaube, wir sind hier überall ready. Die Antennen sind aktiv. Und hier haben wir auch nochmal ein paar, die aktiv sind. Die ganzen Sachen, Systeme sind hier online. Lol, als ob wir hier noch... Nee! Kidding me? Als ob ich noch nie... What? Okay, aber egal. Wir haben ein einziges Ziel und das ist Moho. Jetzt spulen wir mal ein bisschen vor, weil Schubzeit wäre jetzt rum. Wir sollen aber ja so bei einer Minute 30 würde ich anfangen. Ja, also 1 Minute 40 machen wir. Da sollte eine gute Schubzeit sein. Und dann schießen wir los und dann machen wir das heute durch. Zack. Boost. Jetzt fliegen die Zahlen. Die Rakete schießt auch los. Weit, weit hinaus. Mit den großen 200 Antennen. Schauen wir, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir genug, ja, alles Mögliche eigentlich haben. Der wird nicht weit kommen gleich mit der Stage, ne? Schauen wir, wie weit kommen wir denn? Der hat noch 200 MS, das wird nicht reichen, nicht mal ansatzweise. Also auch nur um einen Ansatz aus der Kerbin-Umlaufbahn rauszukommen. Jetzt kommt der nächste Antrieb, der schießt natürlich auch nochmal voll rein. Wie viel SGV haben wir eigentlich da? 150er, das ist gar nicht schlecht. Das funktioniert gut, aber wir sind gut auf dem Weg, wir sind gut auf dem Weg. Jetzt sagt er 2 Minuten noch Schubzeit, was kacke wäre. Ne, obwohl, das wird sogar passen. Das wird passen. Alles, der Satellit schaut natürlich mega geil aus. Hinten mit dem kleinen Kreuz und den zwei riesigen Antennen, den zwei kleinen Antennen und den ganzen Technik. Der ganzen Technik drauf. Hatte schon was Feines. So, das können wir eigentlich raushauen. Schauen wir mal, was der kann. Wie gesagt, der soll einfach über Moho drüber und Daten sammeln. Unmengen an Daten. Dann könnten wir rein theoretisch so einen Teil auch noch auf Duna schicken, weil da haben wir auch noch die außenrum den Mond. Den könnten wir auch noch untersuchen gehen. Da vielleicht auch ein Rover drauf landen. Die müssten wir aber alle ein bisschen anders designen. Vielleicht sogar mal kleiner designen. Schauen, dass wir was vielleicht Mini-Rover machen, den wir auf die Oberfläche schicken. Oder was Großes. Müsste man alles designen. Natürlich hovern gehen würde auch, dass wir so mit leichten Schubdüsen irgendwie was rumhovert machen könnten. Ist natürlich gefährlicher, dass die Dinger kaputt gehen dann. So, wie schaut's denn aus, meine Freunde? Wir haben ein Ziel und das ist hier. Wie es ausschaut. Das ist das nächste Manöver dann. Aha. Habt ihr mich verarscht? Oder was? Hätte sich nichts gebracht, wenn ich ein bisschen weiter vorne gestartet hätte zu burnen, dann wäre es nicht so straight up gewesen. Sagten ihr, was dauert denn? Also, Escape Directory in Transfer Window geht nichts. Ja, wir vertrauen mal darauf, dass die wissen, was wir tun. Und wir dementsprechend an die passenden Positionen kommen. Weil bremsen müssen wir ja auch noch. Ja, scheiße, wenn wir vorbeischießen, Daten alle sammeln können und dann zurück, das wäre natürlich auch nicht doof. So. 80, 57, 60, 50. Wir kommen aufs Ende zu. Wir kommen aufs Ende zu, wir kommen aufs Ende zu. Ja, schaut gut aus, schaut gut aus. Wir ein bisschen runterbremsen jetzt. Hat. Perfekt. Ist abgeschlossen, jetzt kommt als nächstes der 900er. Und der befördert mich dann noch weiter, oder was? Den ganzen Plan habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber... Wir kommen auf jeden Fall in die Nähe von Moho. 900, boah. Wie? Wie soll ich denn... Hä?
Der bräuchte ja noch mehr Boost. Okay, das sind ganz komische Flugbahnen, ganz ehrlich. Also meine aktuelle ist so. Da komme ich ja nicht mehr in die Nähe. What? Na, ich vertraue dem mal, dass der weiß, was ich tue. Weil er hat gesagt, so viel brauche ich gar nicht. Da kann ich jetzt gerade nicht angucken, weil ich bin ja auf einem Escape Orbit. So, wo ist denn der nächste Manöverpunkt? Der ist da draußen irgendwo. Bye bye, Körben. Bye bye. Kann das blöde Schrift mal weggehen? Bye bye. Das schaut süß aus, ihr klar. Da ist der Mond. Und dazwischen ist der riesige Satellit. Da, 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 da. Ja. Hier vorspulen. Weil mir wird interessieren, wie gut dieses Astragator funktioniert, weil es halt ein bisschen simpler ist, gedesignt grundsätzlich. Was ja auch interessant machen würde, um keine Ahnung, was alles zu designen. So. Dass das Ding halt 900 ms jetzt braucht, ist kacke, weil wir haben noch 1000. Und wir sollten ja auch bremsen. Wenn möglich. Hier vorspulen. Ist immer noch eine Stunde entfernt. What the fuck? So, nochmal hier 8 Minuten vorspulen. Dann sollten wir in Schubreihenfolge sein. So. Wie schaut's aus? 3... Ach, die Hälfte noch locker, 1 Minute 30. Vorspulen. Mal dieser kleine. Guck mal, ich kann die Erde verdecken. Hui. Puff, weg. Jetzt müssen wir dann da hoch. Okay, müsste von der Zeit her passen, oder? Nee, ein bisschen noch. Komm. Bisschen vorspulen, das passt schon. Zack, 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 zack. Und los geht's. Du, das wird knapp, das sage ich dir jetzt schon. Das wird eine sehr knappe Kiste hier. Na, schau mal, Magnetometer, ja, auch noch hier dabei. Das habe ich auch dabei. Dafür kriege ich 24 Punkte rein, theoretisch. In 90 Tagen. Ja, du darfst starten hier, mein Freund. Wir sind zwar danach nicht mehr im Orbit, weil wir sind irgendwo im Weltraum, aber pff, mach ruhig, mach ruhig. In Space High. Also, ja, könnte man noch bezeichnen. Ja, hast recht, es geht noch. Aber da so ein paar Satelliten rumfliegen, haben wir auch wahrscheinlich nicht doof. Da hast du wirklich auf Reichweite dann. Dann kannst du überall wahrscheinlich hinfunken, wenn mal so ein Millimeter verdeckt ist, das eine vom anderen. Macht's. Connection started. Also wir haben die Hälfte jetzt verpasst. Alter, der zieht ja voll den Winkel. Ach so, weil Moho wahrscheinlich einen anderen Winkel hat zu fliegen, oder? Oh. Uncoole Sache, aber ich fliege sowieso fast von Mumbai. Aber er hat viel Materialien drin. Zum Testen. Müssen wir mal schauen, was wir da machen. Der ist dann auch ein Lost Satellite mitten im Nirgendwo. Mal wieder so ein Ding. Mit der ganzen Technik hier. Ah, die Funk-Connection schaut immer noch gut aus. Volle Sondensteuerung. Schaut alles prima aktuell aus. Wie gut das am Ende ausschaut, ist die Frage. 200. 190. Ja. Ich glaube, da müssen wir irgendwas anderes mal bauen. Wir brauchen eine bessere Trägerrakete und alles. Da müssen wir mal ordentlich auftrumpfen, wenn wir dahin wollen. Oder halt im Weltraum nachfüllen den zweiten Tank. Dann hast du nochmal extra viel Schub. Aber ich habe echt gedacht, dass der da locker hinkommt, ne? So, okay. Und jetzt passiert was? Muss ich jetzt dem Schicksal überlassen? Oder was hast du? Was ist denn das? Achso, das ist der andere. Muss ich jetzt dem Schicksal überlassen, was passiert? Ich habe noch 165 ms. Das sollte funktionieren eigentlich nach eurem Plan hier. Das ist uncool. Und ich habe mir gedacht, hey, das wird easy. Voll easy.
Wie soll denn das funktionieren? Was ist das für ein Punkt? Science hier, no. Mini Science. Audio Alert will sound. Time Warp will be stopped. Show Results Window. Ah, Leute, das ist sozusagen die Info, wenn ich Science finden und machen könnte, dann macht es mir ein Piepsen. Das ist cool. Spul mal, wo steigt denn der überhaupt ein? Wo fliegt denn der dann los? Man Station 1 und Telekommen wurden stark über... Oh no, nicht schon wieder Strahlung. So, jetzt bist du hier im Orbit. Wenn ich jetzt hier drauf gucke, Astragator. So. Eve braucht 108 MS. Das ging ja aber erst in 9 Jahren. Und ich wollte echt zu Moho. Ich kill sie einfach alle. Oh. Warum? Hey, Barian kann so losschießen. Das hat voll gut funktioniert. Wie schaut es mit Forschung bei dir aus? Ja, tun wir wenigstens Temperaturscan starten. Dich starten, wir haben keinen Speicherplatz. Dann sendet es doch alles heim. Ah ne, so starten, kein Speicherplatz mehr. Starten, ungültige Situation. Können wir bitte die Daten übertragen? Gesamtlieferung? Übertragungsunterbrechung. So, jetzt hat. Datenübertragung. Wir starten beide mit der Datenübertragung. Jetzt sollten die alle ihre Sachen starten können. Es werden hier natürlich 3000 Forschungssachen gemacht gleichzeitig und alles übertragen. Aber rein theoretisch in 90 Tagen hat er wieder viel Wissenschaft gesammelt für uns. Aber was mich eher interessiert, was zur Hölle ist schon wieder auf Kerman passiert hier? Tilton Kerman hat Radiations Problem. Da muss man hinfliegen. Da müssen wir ihn vielleicht mit der Rakete zurückholen und einen Crewman austauschen. Ist der wahrscheinlich gar nicht doof? Ihn mal auszuwechseln. Er ist eh, Tilton ist gleich schon lange oben. Der ist gleich eine der zweiten Stunde oder sowas. Der ist relativ lange oben. An den kann ich mich erinnern. Den haben wir irgendwann hochgeschickt. Den Tilton. Aber ja, den müssen wir dann halt in der nächsten Folge da zurückholen. Wie viele Tage sind das? Das sind 260... What? Also wie gesagt, das sind ja alles... Wie viele Tage sind das? Wie viele Tage... Achso, er fliegt in die Richtung. 4 Stunden, ein Tag. Aber wir haben jetzt hier noch einen elliptischen Orbit rein, theoretisch. Jetzt können wir noch einen zum Funken verwenden. Können wir uns mal alle Funkzeiten... Lol, wir haben hier... Da haben wir Connection zu Eve sogar. What the fuck, schaut euch die Verbindungen an. Um die Sonne rum, aber die ist schlechter, lustiger als die da. What? Aber okay, hey, kein Problem damit. Kein Problem damit. Nein, oh, Open Base Manager. Base Manager? Nein, oh, jetzt habe ich einen Waypoint. Das war nicht der Plan, Leute. Na gut, aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.